Bei dem Begriff exotisch und nach die Suche nach dem Exotischen, da steckt eine Bedeutung drin, die was mit Sehnsucht zu tun hat. Also Sehnsucht nach dem ganz anderen. Das Exotische ist auch gleichzeitig eine Grenzziehung, indem ich sage, das ist exotisch, bin ich nicht so. Wie romantisch. Nicht wahr? Afrika-Ruf. Wenn man anfängt, das Fernsehprogramm zu durchforsten nach Berichten über Afrika, dann ist die erste Feststellung, es gibt sehr wenig Berichte aus Afrika. Wenn man dann aber anfängt, über die Nachrichtensendungen hinaus das ganze Programm anzugucken, stellt man fest, es gibt aber immer wieder bestimmte Stereotypen, bestimmte Schablonen von Afrika. Also ich habe sogar in Schwarzwaldklinik oder Forsthaus Falkenau, was ja nun wirklich denkt man ausschließlich hier spielt, selbst da gibt es dann die Episode, wo die dann auf eine Safari-Tour gehen oder wo die einen Affen retten. So habe ich mir immer das Paradies vorgestellt. What do you mean? Paradise. You live in Paradise. It's my country. Da gibt es immer wieder die gleichen Klischees. Die tauchen immer wieder auf. Und zwar, egal ob man sich einen Film von 1950 anguckt oder von 2010. Natürlich unterscheiden sich die Filme allein technisch, aber bestimmte Versatzstücke, die wird man immer wieder finden. Das ist zum Beispiel, sage ich mal, der gefürchtete Watussi-Krieger. Es gibt Filme, die heißen Watussi, die Watussis waren, kannte jeder. Irgendwann tauchten sie in den Nachrichten auf, waren nämlich dann die Tutsis. Da bestätigten sich dann die Bilder, die man aus dem Tarzan-Film hatte, die gefürchteten Watussi-Krieger sind immer total groß und schlank und haben lange Speere und sind die gefürchtetsten Kämpfer Afrikas. Ach, und dann tauchten die irgendwann in den Nachrichten auf. Und plötzlich sieht man die Nachrichten ein bisschen anders, wenn man merkt, guck mal, das, was du da, was dir da erklärt wird, das beruht auf Pseudo-Informationen, die du aus dem Tarzan-Film hast. Die Deutschen in Afrika sind dann meistens Soldaten, Missionare, aber vor allem edle Helfer, Mediziner, die versuchen, die Schlafkrankheit auszurotten oder den Kindern zu helfen und Tierforscher. Medien wie Fernsehen, Massenmedien, aber auch die großen Blockbuster-Filmproduktionen sind ja auf einen bestimmten medialen Mechanismus hingebaut. Das heißt, es wird nach bestimmten Prinzipien gearbeitet, um die Geschichte so zu bauen, dass die Leute sich da irgendwie gut und schnell reinfinden und wiederfinden. Und das hat was mit Trivialität zu tun. Trivialität führt immer zu Stereotypisierung. Vor circa 6 Jahren war ich in Ecuador und da kam genau in der Zeit dieser Film Avatar in die Kinos, großer 3D-Film. Dieser junge Mann, der durch einen technischen Zauber wieder laufen kann, kommt in diese Gesellschaft, die eigentlich kolonialisiert werden soll. Und findet dort eine Gruppe von Menschen vor, ein Volksstamm, ein Volk, und passt sich auf eine umwegige, es gibt Umwege und Schwierigkeiten, er passt sich den Leuten an und er gewinnt seine Kraft sozusagen zurück und gewinnt sogar noch mehr durch diese exotischen Menschen. Es sind viele bunte Farben, harmonische, aber kontrastreiche Bilder. Es wird immer wieder der Wald thematisiert, der Dschungel, das Wilde, der Urwald ist oft Thema im Exotismus. Nicht nur die deutschen, sondern vielleicht sogar eher noch die amerikanischen oder internationalen Filme werden ja heute sehr kritisch auch darauf betrachtet, ob sie dem Anspruch gerecht werden, dass sie eben rassistische Bilder überwinden. Das lohnt sich, diese Filme anzugucken. Ich nenne mal jetzt nur ein Beispiel, Blood Diamond, Leonardo DiCaprio, den kennen bestimmt viele.
ist ein spannender Film zu einem wichtigen Thema. Den Film anzugucken ist sowieso schwierig wegen der brutalen Gewaltdarstellung. Aber wenn man sich dann anguckt, wer welche Rolle spielt, ist nicht ganz unkritisch. Also hier ist ja auch wieder der weiße Held, DiCaprio, der dann am Ende das Gute verkörpert, der macht ja auch den Wandel durch. Und einer der Gegenspieler oder die Gegenspieler sind teilweise zu exzessiver, sinnloser Gewalt fähig. Und in den Momenten hatte ich Probleme in dem Film, wo ich sagte, wieso wird hier ohne weitere Erklärung gezeigt, dass offenbar die Afrikaner hier plötzlich vollkommen wahnsinnige Gewalttaten begehen können. Es ist ja nicht so, dass die dann ein Monopol drauf haben. Ja. Da habe ich leicht den Verdacht, dass das schneller und leichter Afrikanern zugeschrieben werden kann. Auch in narrativen Strukturen sind Dominanzverhältnisse, die sich immer wieder abbilden. Dominanzverhältnisse, die mit Exotisierung zu tun haben. Ein konkretes Beispiel ist, wie eine narrative Struktur im Gesamten zu einer dominierenden Positionierung des Helden, des weißen Helden oder des aus der mächtigen Gesellschaft stammenden Helden führt, ist, dass der junge Held am Ende nach allen Schwierigkeiten, die er bewältigen muss, zum Führer in der Gruppe wird, die bedroht wird. Und er ist dann derjenige, der die Gruppe rettet. Wenn man in der Vorweihnachtszeit, wenn in der Vorweihnachtszeit die Spendenkampagnen wieder beginnen und die Plakatwände voll sind mit Aufrufen, Geld zu spenden, dann findet man ja bestimmte Motive ganz häufig. Das sind meistens Schwarze, ohne jetzt speziell auf Afrika, es gibt ja nicht nur in Afrika arme und hilfsbedürftige Menschen, aber es sind mit Vorliebe Schwarze oder dunkelhäutige Menschen, die da gezeigt werden. Und es sind mit Vorliebe Kinder, oft Kinder, die hilflos sind oder die eine Geste machen, eben so die Schüssel oder die einen mit großen Augen angucken. Das sind so typische Versatzstücke oder immer wiederkehrende, man könnte fast sagen, so Ikonen der Darstellung. Also da wird das arme afrikanische Kind als hilfsbedürftig, wenn dann ist es eine weiße Person, meistens in einem Kittel oder in einem Rotkreuz oder Ärzte ohne Grenzen oder der Helfer oder die Helferin. Inzwischen ist es so, dass sich viele der Hilfsorganisationen, die diese Kampagnen benutzen, nicht erst in jüngster Zeit, sondern schon seit einiger Zeit auch mit der Problematik dieser Darstellungen beschäftigt haben. Und ich weiß von einigen, dass sie versucht haben, das zu ändern, andere Bilder zu benutzen. Soweit ich das da verstanden habe, war aber das Ergebnis, dass die Spendeneinnahmen zurückgegangen sind. Das heißt, ich bin nicht in der Situation, solche Kampagnen zu gestalten, aber wenn man sich da reindenkt, ist das natürlich eine schwere Entscheidung. Verzichte ich auf die ständige Wiederholung eines Klischeebildes, das arme schwarze Kind, weil ich weiß, dass das problematisch ist, diese Bilder immer zu wiederholen, und riskiere dann aber, dass ich weniger Spendeneinnahmen habe. Das ist eine schwierige Entscheidung. Die Menschen, die als Projektionsfläche dienen für diese exotischen Bilder und Vorstellungen, werden sozusagen ihrer eigenen Identität und persönlichen Ausdrucksmöglichkeit beraubt. Sie werden als Gruppe mit bestimmten Merkmalen dargestellt, andere Merkmale passen da gar nicht mehr rein. Und die Vorstellung oder das Konzept, das wir ja in westlichen Gesellschaften extrem betonen, wie wichtig das ist, dass man als Individuum wahrgenommen wird, wird gegenüber diesen Gruppen oder diesen Menschen durch diese Projektion völlig abgesprochen, also völlig verhindert. Es ist immer wieder die atemberaubende Natur, wie auf den Galapagos-Inseln oder in Afrika, die mich mit der Kamera aufbrechen lässt. Unterwegs zu sein, heißt für mich auch, auf Menschen zuzugehen, die in exotischen Kulturen friedlich zusammenleben. Als mein Freund Klaus Wischmann, mit dem ich so Musikfilme produziert hatte, mich vor Jahren angesprochen hat und gesagt hat, du interessierst dich auch so für Afrika,
Da gibt es ein Sinfonieorchester im Kongo, in Kinshasa, habe ich gesagt, typisches Vorurteil meinerseits, kann nicht sein, unmöglich. Für mich war das eigentlich wie ein Geschenk des Himmels, dass in Afrika eine Geschichte zu finden und erzählen zu können, die eine afrikanische, ein Unterfangen, ein Unternehmen von Afrikanern ist, die ohne das übliche in Europa und Deutschland gerne gezeigte, da sind schlaue Entwicklungshelfer auf eine gute Idee gekommen, die gibt es gar nicht da, die Entwicklungshelfer. Das ist ein Orchester, was in Kinshasa entstanden ist unter der Leitung von Armand Diagenda, dem Dirigenten. Und es sind 200 Musikerinnen und Musiker, die das seit vielen Jahren, inzwischen sind es ja fast 20 Jahre, dieses Orchester bestehen, die da eine Sache unter sehr, sehr schwierigen Umständen machen. Man muss auch die Hintergründe und die Schwierigkeiten zeigen, unter denen diese Menschen leben. Aber diese Schwierigkeiten sind nicht das Zentrale des Films, sondern es geht darum, dass diese Menschen was machen. Die Grundlage ist eigentlich die Neugierde für den anderen Menschen. Wenn ich wirklich wissen will, was der andere Mensch denkt, tut und warum er es tut oder wie er es macht, wenn ich darauf wirklich neugierig bin, dann kann ich ein Stereotyp vielleicht im Bild drehen, mache aber in der Montage, im ganzen Aufbau des Films möglicherweise diese Stereotypisierung sozusagen unterwandere ich die auch selbst wieder. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man das kann und wie das geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt dahin. Und zuhören, bescheidenes Zuhören. Ich weiß es nicht besser als mein Gegenüber. Ich weiß viel weniger als mein Gegenüber, wenn ich was wirklich von ihm wissen will. Und das ist irgendwie etwas, was wir in unserer Kultur und in dieser Medienlandschaft nicht kennen. Man muss echt demütiger sein da bei der Sache. Also ich habe mir wirklich ein bisschen eingebildet, nachdem ich dann so interessante Filme über Kolonialismus gemacht habe und mich viel mit Rassismus beschäftigt habe, dass ich jetzt sozusagen der Richtige bin, um nach Afrika zu fahren und die Fehler nicht zu wiederholen. Aber gerade nach der Erfahrung mit Kinshasa Symphonie würde ich sagen, man kann sich nicht aussuchen, ob man Rassist ist oder nicht, sondern man lebt in einer potenziell oder mehr oder weniger rassistischen Welt oder Gesellschaft. Und deswegen trägt man vieles davon in sich. Und der zweite Punkt, den ich auch mir zum Prinzip gemacht habe oder versuche, das zum Prinzip zu machen, dass ich nicht Filme über andere mache, bevor ich nicht auch über mich selbst nachdenke. Einmal auf der richtigen Spur war die Lösung des Problems ganz einfach. Das Totemtier Lamm scheint in der Tat vom Totemtier Huhn abgelöst worden zu sein. Und Hühner spielen, ein alter Bauer verrät es uns, auch in der sprachlichen Metaphorik des Volkes eine wesentliche Rolle. Ein altes Sprichwort fällt mir da auch noch ein. Ein blindes Huhn findet auch manchmal ein Korn. Und dann gibt's noch was Gutes. Ich hab mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. Du schaust, oder? Ja, mit den Hühnern ins Bett gehen. Hast mich?